Der Motor des Körpers, das Herz, kann nicht mehr. Doch der Wille zu leben bleibt. Ich möchte in jedem Fall wieder gesund sein, ist ja klar. Ich möchte wieder wandern können, ich möchte an die Nordsee fahren. 1967 schlägt das erste fremde Herz in einer menschlichen Brust. Heute ist der Eingriff beinahe Routine. Doch nur jeder Vierte überlebt die Wartezeit auf das Spenderherz. Kommen bald Ersatzorgane aus dem Labor? Werden Schweineherzen zum neuen Motor? Was ist der Königsweg für die Herzchirurgie? Uniklinik Köln, Freitagmittag. Thorsten Wahlers unterwegs zur Station 3. Der Chefarzt der Herzchirurgie betreut mit seinem Team einen High-Urgent-Patienten. Gemeinsame Visite mit Oberarzt Parvis Rachmanian. Gut, wir wollten uns noch mal bei Ihnen am Bett treffen. Klaus Matern liegt hier, seit 9 Monaten schon. Er wartet auf ein neues Herz. Er ist jetzt auch schon seit 235 Tagen gelistet und dementsprechend muss man dann die Befunde auch immer etwas zusammenfassen. Ja. Klaus Matern ist 58. Sein Herz hat eine Leistungsfähigkeit von nur noch 15%. Treppensteigen, Spaziergänge, alles nicht mehr möglich. Das Unheil begann vor 14 Jahren. Ich habe einen Sohn, der war damals 4, da haben wir Fußball gespielt, ich bin umgefallen. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich ohnmächtig war. Und da war ich direkt, Gott sei Dank, im Bekanntenkreis haben wir Leute, die bei Kardiologen arbeiten. Und dann haben wir das untersucht, dann hieß es ja Herzmuskelentzündung. Klaus Matern war trotz Fieber zur Arbeit gegangen, eine verschleppte Grippe mit fatalen Folgen. Die Leistung seines Herzens reicht nicht mehr zum Leben. Bei dieser Funktionsstörung, der Herzinsuffizienz, kann das Herz sich nicht mehr richtig mit Blut füllen oder das Blut nicht mehr ausreichend abpumpen. Nach und nach verändert sich zudem das Herzgewebe. Die linke oder rechte Herzkammer erweitern sich. Das Herz ist schwer geschädigt. Die durchschnittliche Wartezeit auf ein Spenderherz liegt zwischen 6 und 24 Monaten. Nur quälend langsam klettert Klaus Matern auf der Dringlichkeitsliste nach oben. Sie sind 3/4 Jahre eingesperrt, können nicht raus, gar nicht. Sind ewig am Monitor, es wird überprüft und gemacht, was sicherlich auch sein muss. Aber für Sie müde, ist es eine Katastrophe. Das ist, so stelle ich mir auch Gefängnis vor. Im Ernst. Vor der Herzoperation hat Klaus Matern Angst. Doch für die Klinik ist ein solcher Eingriff nach 50 Jahren zur Routine geworden. Durch die Herztransplantation stehen die Chancen des Patienten gut. Mit einem neuen Herzen hat er eine ganz normale Lebenserwartung, wenn man so will, die nur unwesentlich schlechter ist als die Lebenserwartung eines gleichaltrigen Patienten. Damit ist es eine sehr segensreiche Perspektive für ihn, ohne die es nicht geht. Dann Samstag, der 18. März. Um 19.10 Uhr die Nachricht. Das passende Herz ist gefunden. Noch in dieser Nacht soll operiert werden. Ich bin sehr, sehr, sehr nervös und habe natürlich auch Bedenken. Ich bin aber zuversichtlich, dass es klappt, dass ich mal wieder aufwache. Ja. Klaus Matern sucht die Nähe zu seinen Lieben. Alle versuchen, ihn aufzumuntern. Ja, lächeln Sie mal. Genau. Mir ist nicht gar nicht zum Lachen hier. Doch, egal. Doch, heute ist Ihr neuer Geburtstag. Das stimmt. Abschied auf dem Flur. Die Familie hofft auf eine erfolgreiche Operation. 22.15 Uhr. 3 Ärzte der Uniklinik Köln machen sich auf den Weg, um das Spenderherz abzuholen. Wir dürfen nur bis zum Flughafen mitfahren. Das genaue Ziel und der Spender müssen anonym bleiben. Die Vorschriften sind sehr streng. Die Stiftung Eurotransplant im niederländischen Ort Leiden ist die Vermittlungsstelle für Organspenden in 8 Ländern, darunter auch Deutschland und Österreich. In der Einsatzleitstelle sucht das Computerprogramm nach dem Perfect Match, der idealen Kombination von Spender und Empfänger. Geschlecht, Alter, Blutgruppe und Vorerkrankungen sind entscheidend. Auch die Dringlichkeit und der Zustand des Spenderherzens spielen eine Rolle.
Die Organvermittlung ist nicht einfach und die gesetzlichen Regelungen für die Organspende unterscheiden sich von Land zu Land. In Spanien, Österreich, Frankreich, Italien und vielen anderen Ländern gilt die Widerspruchsregelung. Die Organe dürfen grundsätzlich entnommen werden, es sei denn, der Verstorbene hat zu Lebzeiten ausdrücklich widersprochen. In Staaten wie Deutschland, Dänemark, Großbritannien, Niederlande, der Schweiz und anderen Ländern ist es genau umgekehrt. Der Verstorbene muss zu Lebzeiten zugestimmt haben, damit es zu einer Organspende kommen kann. Rund 7000 Spenderorgane vermitteln die Helfer von Eurotransplant pro Jahr. Doch der Bedarf ist riesig. 2.48 Uhr. Klaus Matern in der Uniklinik Köln hatte Glück. Eurotransplant hat für ihn das passende Spenderherz gefunden. Im Narkoseeinleitungsraum legen die Anästhesisten einen Katheter in die Vene, führen langsam die Betäubungsmittel zu. Einmal tief einatmen. Es ist 3.32 Uhr nachts. Der Patient wird in den OP-Saal gerollt. Das Team ist eingespielt. Jeder Handgriff sitzt. Nebenan im Sterilisationsraum. Herzchirurg Thorsten Wahlers sucht die innere Ruhe. Ja, in dieser Phase der Operationsvorbereitung ist wichtig, dass wir uns alle auf die Situation konzentrieren. Wir haben das Glück, dass wir ein hocheffizientes Team heute Nacht haben. Nur die Besten meiner Klinik sind heute Nacht zusammen. Alle kennen den Patienten, sodass jeder so in dem Problem drin ist, dass er sich jetzt nicht gesondert vorbereiten muss. Trotz bester Medikamente und 50-jähriger Erfahrung, es ist mehr als nur eine Operation am offenen Herzen. Mit einem Längsschnitt öffnen die Chirurgen den Brustkorb. Sie veröden die Blutgefäße, um die Blutungen zu stoppen. Es riecht nach verbranntem Fleisch. Um an das Herz zu kommen, müssen die Ärzte das Brustbein durchtrennen. Das Brustbein ist in der Regel 1 Zentimeter dick. Je nach Alter des Patienten unterschiedlich hart. Ist halt ein Knochen. Der wird der Länge nach gespalten. Rund 20 Herztransplantationen führen die Kölner Ärzte jährlich durch. Sie gehen auch in dieser Nacht genauso vor wie bei der ersten Transplantation vor 50 Jahren. Der historische OP-Saal im Grote Skuur Hospital in Kapstadt, Südafrika. Es ist der 3. Dezember 1967. Christian Barnard und sein Team wagen das bis dahin Unmögliche. Sie verpflanzen ein menschliches Herz. Christian Barnard ist zu diesem Zeitpunkt 45. Nach dem Medizinstudium in Kapstadt lernt er in den USA die chirurgischen Techniken. Zurück in der Heimat übt er Transplantationen, führt OP-Versuche an Hunden durch. Chris war ein bemerkenswerter Mann. Seine Fähigkeit, mit Menschen zu sprechen und sie zu überzeugen, war einzigartig. Professor Barnard war dynamisch, charismatisch, schwierig, sehr ungeduldig und ein brillanter Operateur. Sehr fordernd. Was er wollte, bekam er auch. Seine Patienten haben ihn geliebt. Er hat sehr hart gearbeitet. Und er hatte erwartet, dass alle anderen genauso hart arbeiten. Auch an diesem Abend verlangt Christian Barnard sich und seinem Team alles ab und macht das, was noch niemand jemals zuvor gewagt hat. Der Gemüsehändler Louis Waschkensky, 53 Jahre alt, liegt auf dem OP-Tisch. Ein schwerkranker Mann. Mehrere schwere Herzinfarkte hat er nur knapp überlebt. Christian Barnard überzeugt ihn, das Risiko der Operation einzugehen. Im OP-Raum nebenan die 25-jährige Denise Ann Darvell. Die Bankangestellte hat bei einem Verkehrsunfall in der Nähe der Klinik tödliche Hirnverletzungen erlitten. Ihr Vater stimmt der Operation zu. Beide Teams legen gleichzeitig los. Die Atmosphäre ist angespannt. Deanie Friedman, damals Spezialistin an der Herz-Lungen-Maschine, erinnert sich.
In der Nacht der ersten Herztransplantation war es sehr ruhig. Gesprochen wurde nur das Nötigste. Jeder von uns hat einfach seinen Job gemacht. Es war sehr ruhig. Christian Barnard entnimmt der jungen Frau das Herz und trägt es in den OP-Saal nebenan. 31 Schritte bis zu seinem Meisterstück. Dort pflanzt er Louis Washkensky das fremde Herz ein. Plötzlich gibt es Komplikationen. Professor Barnard entschied sich, eine Kanüle in die Leistenschlagader einzuführen, für den Rückfluss aus der Herz-Lungen-Maschine. Doch der Druck war einfach zu hoch. Deshalb musste er die Kanüle noch einmal wechseln. Er sagte zur Schwester, klemmen Sie den Schlauch ab. Er sagte aber nicht, stoppen Sie die Herz-Lungen-Maschine. Die aber pumpte weiter. 5 Liter pro Minute. Der Schlauch platzte und Blut spritzte auf den Boden. Das hat uns ziemlich Nerven gekostet. Christian Barnard wird laut, wie immer, wenn es eng wird. Doch er rettet die Situation und die gesamte Operation. Dann ist es soweit. Um genau 6.13 Uhr ist die medizinische Sensation perfekt. Nach einem Elektroschock beginnt das neue Herz in Louis Washkenskys Brust zu schlagen. Als uns klar wurde, dass wir es geschafft hatten, fingen alle an zu jubeln. Wir gratulierten Professor Barnard und lachten. Es war großartig. Die Transplantation ist gelungen. Der Patient lebt. Ein großer Erfolg. Wie immer nach einer Operation geht Christian Barnard müde nach Hause. Als mein Vater nach der ersten Herztransplantation nach Hause kam, dachte er nicht, dass das eine Riesensache sei. Denn technisch gesehen war die OP nicht besonders schwierig. Es gab keinen einzigen Journalisten draußen vor der Tür, als er die Klinik verließ. Doch am Tag drauf standen plötzlich Zelte und Wohnwagen vor unserem Haus. Die ganze Presse war da. Das war der Moment, als wir meinen Vater an die Welt verloren haben. Only a few weeks ago, the world marveled at the remarkable operation performed in Cape Town to transplant a heart into the body of Louis Washkensky. Die Nachricht von der ersten Herztransplantation geht um die ganze Welt. Und Christian Barnard wird zum Star. Er tritt in Talkshows auf, spricht bei Galas und Empfängen, wird zum Liebling der Medien. Ich bin am Sonntagmorgen zum Dienst gekommen. Mein Chef war vollkommen fassungslos. Er sagte, der Mistkerl hat's hingekriegt. Ich wusste erst gar nicht, was er damit meinte. Dann sagte er, er hat ein Herz transplantiert. In diesem Augenblick bebte die Welt. Es war einfach unglaublich. Es ist die Zeit der Rassentrennung. Südafrika ist abgeschnitten von der Welt. Internet gibt es nicht. Christian Barnard ist auf sich allein gestellt. Er musste alles selber machen. Er konnte niemanden um Hilfe fragen. Und glaube ich, dass er das hier machte, ja, und dass er das erfolgreich machte, ja, das ist schon eine Spitzenleistung. Und das, da muss man Respekt zollen. Und es ist eine historische medizinische Leistung. Louis Washkensky lebt noch 18 Tage mit dem fremden Herzen. Damals ein großer Erfolg. Er stirbt an einer Lungenentzündung. Das transplantierte Herz ist noch heute unter Glas in Kapstadt zu sehen. Christian Barnard stirbt 2001. Doch seine wichtigste Operation hat ihn unsterblich gemacht. Die Uniklinik Köln. Es ist 4.05 Uhr. Patient Klaus Matern ist seit 1,5 Stunden im OP. Herzchirurg Thorsten Wahlers und sein Team legen das kranke Herz frei. Es sitzt hinter dem Brustkorb, ist eingebettet zwischen den beiden Lungenflügeln. Es pumpt beständig Blut durch den Körper und versorgt so die Organe mit Sauerstoff. Das menschliche Herz wiegt rund 350 Gramm. Es schlägt etwa 70 Mal pro Minute und besteht größtenteils aus Muskelgewebe. Zwischen den beiden Herzhälften verläuft die Herzscheidewand. Sie trennt das Herz in die Vorhöfe und die beiden Herzkammern. 4 Klappen regeln den Blutfluss und bestimmen die Strömungsrichtung. Die Klappen funktionieren wie Rückschlagventile und sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung fließt.
Das sauerstoffarme Blut strömt aus der rechten Herzkammer, hier in Blau, in die Lunge. Das sauerstoffreiche Blut wird aus der linken Kammer, hier in Rot, in den Körperkreislauf gepumpt. Der Brustkorb des Patienten ist mit einem Spreizer weit geöffnet und ermöglicht den Blick auf Organe und Gefäße. Der Patient hat eine krankhaft erweiterte Lungenschlagader und eine eher dünn wirkende Hauptschlagader. Kann man sagen, ist zwar egal, spielt aber eine Rolle, weil das Spenderorgan, wissen wir ja noch nicht, wie groß da die Adern sind. Und hinterher muss man die eine Ader mit der anderen Ader zusammennähen. Und wenn das gleich groß ist, geht es natürlich leichter, als wenn es unterschiedlich groß ist. Immer mehr übernimmt die Herz-Lungen-Maschine die Funktion des Herzens. Das Gerät ist über die Aorta und zwei Hohlvenen angeschlossen. Ein Kardiotechniker fährt den externen Motor Stück für Stück hoch, versorgt so die Organe mit Sauerstoff. Rund 5 Liter Blut fließen pro Minute durch den Körper. Das OP-Team ist im Zeitplan, wartet jetzt dringend auf das Spenderherz. Es ist jetzt 4.24 Uhr. Eigentlich müssten die Jungs in den nächsten 10 Minuten kommen. 4.24 Uhr. Das Entnahmeteam ist in schlechtes Wetter geraten. Der Rückweg nach Köln verzögert sich. Die Männer halten ständig Kontakt zur Klinik. Dann sind sie da. In der unscheinbaren Styroporbox das Spenderherz. Der Zeitdruck ist hoch. Maximal 4 Stunden kann das Herz ohne Sauerstoff überleben. Ah, bravo. 4.39 Uhr. Im OP-Saal warten die Chirurgen dringend auf das neue Herz. Bei Verzögerungen drohen Schäden am Gewebe. Der OP-Erfolg steht auf dem Spiel. Das Spenderherz ist mit sterilem Eis auf 4 Grad gekühlt. Es schwimmt in einer Konservierungslösung. Das Herz ist blass und blutleer. Blutreste könnten verklumpen und das sensible Organ schädigen. Das Entnahmeteam hatte das Herz zuvor auf versteckte Krankheiten geprüft. Alles in Ordnung. Dann entfernen die Chirurgen das alte Herz aus Klaus Materns Körper. Keine Spannkraft, keine Form. So sieht ein schwer geschädigtes Herz aus. Das Herz zeigen ist krankhaft vergrößert. Es bewegt sich noch ein bisschen, weil der Muskel sozusagen noch zuckt. Und es wird jetzt zur feingeweblichen Untersuchung gegeben. Okay. Der Patient hat jetzt kein Herz mehr im Körper. Wird ihm das Spenderorgan neues Leben schenken? Balletttraining in der Nähe von Flensburg. Die 27-jährige Sarah lässt alles leicht und anmutig aussehen. Nichts deutet mehr darauf hin, was die junge Frau in den letzten Jahren durchgemacht hat. Sarah lebt schon seit 9 Jahren mit einem fremden Herzen in ihrer Brust. Das Datum der Transplantation hat sie sich auf den Unterarm tätowieren lassen. Der Beginn ihres neuen Lebens. Solange ich noch reisen kann, möchte ich das auch machen. Ich weiß, damals, als ich da im Krankenbett lag, da habe ich mich so, also ich habe mir das wirklich vorgenommen. Wenn ich das hier überstehe, dann möchte ich so viel wie möglich erleben, bevor das irgendwie wieder so weit ist. Durch die Transplantation hat sich Sarahs Leben verändert. Sie muss jeden Tag zahlreiche Tabletten schlucken. Die Medikamente verhindern, dass ihr Körper das Spenderherz abstößt. Doch die Wirkstoffe schwächen das Immunsystem. Jede Erkältung wird zur Gefahr. Auch der psychische Druck nach einer Transplantation ist sehr hoch. Junge Menschen wollen ja nicht so etwas Besonderes sein wie ein Transplantierter, der besondere Medikamente nehmen muss, besondere Rücksicht nehmen muss bezüglich Hygiene und so weiter. Und viele zeigen dann eine eingeschränkte, wie wir sagen, Compliance. Das heißt, sie nehmen Medikamente nicht oder laufen von zu Hause weg oder sonst irgendwas. Und dies kann tatsächlich zum Untergang des Transplantats und zum Tod führen. Doch Sarah hat ihr neues Herz angenommen. Sie fährt regelmäßig in die Uniklinik Kiel zum Routinecheck. Im Schnitt hält ein transplantiertes Herz 10 bis 15 Jahre.
Als Folge der Operation verengen sich die Herzkranzgefäße. Irgendwann muss auch das Ersatzherz ausgetauscht werden. Deshalb hofft Sarah auf Fortschritte in der Herzmedizin. Kann ein künstliches Herz das menschliche ersetzen? Die Firma Karma bei Paris. Im Dauertest das Kunstherz der neuesten Generation. Einst entwickelt vom französischen Herzspezialisten Alain Carpentier. 5 Jahre lang soll der Apparat durchhalten. Der gebürtige Niederländer Piet Jansen arbeitet am lang erwarteten Durchbruch für das voll implantierbare Kunstherz. Das Total Artificial Heart. In comparison to a normal heart, there are not many differences. Es gibt nicht viele Unterschiede zu einem normalen Herzen. Und das ist das Schöne an dem Gerät. Es übernimmt alle Funktionen des normalen Herzens im Patienten. Das Kunstherz ist 900 Gramm schwer und recht groß. Es sitzt etwa in dieser Höhe, wo auch das natürliche Herz liegt. Das Herz eines kranken Patienten ist etwa genauso groß wie unser Kunstherz. Und das Stromkabel kommt ungefähr hier aus dem Körper und ist mit den Batterien verbunden. Überlebenswichtig ist für den Patienten diese ständige Verbindung mit dem Controller und den Lithium-Akkus. Alle 3 bis 4 Stunden braucht das System eine neue Batterie. 4 Stück passen in den Controller. Dank der 3 Kilo schweren Umhängetasche ist der Patient mobil. Das Kunstherz ist aufgebaut wie das menschliche Herz, mit 2 Kammern. Wir haben eine Trennung zwischen Blut und dem Antriebssystem durch diese 2 Membranen. 2 Pumpen setzen das Silikonöl in Bewegung. Die Membranen bewegen sich dann ebenfalls. Wir wollen ja einen pulsierenden Blutstrom. Das, was das menschliche Herz dank des zentralen Nervensystems leistet, übernehmen im Kunstherzen Drucksensoren, Mikroelektronik und Motoren. So passt es sich unterschiedlichen körperlichen Leistungen an, zum Beispiel beim Treppensteigen, was hier simuliert wird. Bis zu 9 Liter pro Minute kann das Kunstherz pumpen. Um Abstoßungsreaktionen und Blutgerinnsel zu verhindern, sind die Außenseiten der Membranen mit biosynthetischem Gewebe überzogen, aus Kalbsherzen. Das größte Risiko ist, dass die Stromversorgung abbricht. Dieses Problem hatten wir mit einem Patienten. Das zweite Risiko ist das Kabel, das aus der Haut kommt. Wir haben hier sehr strenge Vorgaben, um Infektionen an der Stelle zu verhindern. Seit 2013 haben Ärzte das Karma-Herz bereits 5 Patienten eingesetzt. Mit bisher mäßigem Erfolg. Alle Patienten starben nach einiger Zeit. Einer überlebte immerhin 9 Monate. Nach einem vorübergehenden Stopp der klinischen Studien durch die französischen Behörden bereitet Piet Jansen jetzt neue Testoperationen vor. Mit Hilfe von 3D-Modellen prüft er, ob das große Kunstherz in den Brustkorb eines Patienten passt. Für konkret geplante Operationen in Kasachstan und Frankreich werden 25 neue Kunstherzen gebaut. Der Druck auf das Team ist hoch. Wer wird der erste Mensch sein, der mit diesem Herzen dauerhaft überlebt? Diesen Weg kennt Antonius Hilmers nur zu gut. Er ist unterwegs in die Herzklinik Bad Oeynhausen. Vor 8 Jahren war sein Leben so gut wie zu Ende. Die ersten 5 Jahre ein Leistungsabfall so weit, dass ich selber gar nichts mehr machen konnte. Ich konnte keine 3 Meter mehr gehen. 27 Tabletten muss er täglich nehmen. Nur eine Transplantation kann noch helfen. Um die Wartezeit zu überbrücken, setzen ihm die Ärzte ein mechanisches Unterstützungssystem ein. Ein Ventricular Assist Device, kurz VAD. Eine kleine Pumpe sitzt unterhalb des Herzens im Herzbeutel.
Sie hilft mit, die eingeschränkte Leistung der linken oder der rechten Herzkammer auszugleichen. Der Körper wird wieder ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt. Der Patient fühlt sich besser. Das kranke Herz selbst wird bei dem Verfahren nicht entfernt, sondern nur unterstützt. Heute Routinekontrolle. VAD-Koordinator Volker Launroth prüft regelmäßig die Kontroll- und Batterieeinheit. Auch hier wird das System über Akkus mit Strom versorgt. Sie halten rund 10 Stunden. Wasser ist der größte Feind des Systems. Alles stabil, ja. Die größte Beeinträchtigung ist an und für sich, dass sie nicht duschen können, nicht schwimmen gehen können, weil Strom und Wasser passt einfach nicht zusammen. Ansonsten sind es eher Kleinigkeiten. Ich muss überlegen, was ich mache. Dann prüft der VAD-Koordinator die sensibelste Stelle des Systems. Das ist meine Lebensversicherung, da passe ich schon drauf auf. Aus dem Bauch von Antonius Hilmers ragt ein Stromkabel. Durch ein Spezialmaterial ist die Leitung mittlerweile mit der Haut verwachsen. Die Austrittsstelle muss täglich sorgfältig verbunden und keimfrei gehalten werden. Schön abpolstern. Immer kleiner, leiser und zuverlässiger wurden die VAD-Systeme in den letzten Jahren. Noch gelten sie als Bridge-Lösung, als Überbrückung bis zu einer Transplantation. Doch das ändert sich gerade. Wir haben sehr viele Patienten auf der Warteliste zur Herztransplantation, die sich so rasch verschlechtern, dass sie nicht mehr auf die Transplantation warten können. Und für diese Patienten ist dann das Herzunterstützungssystem lebensrettend. Es gibt andere Patienten, die für eine Transplantation nicht mehr in Frage kommen. Das sind Patienten, die erhebliche Begleiterkrankungen haben, die eine Herztransplantation unmöglich machen. Dann sind diese Herzunterstützungssysteme letztendlich die einzige Möglichkeit, diesen Patienten das Leben mit einer noch akzeptablen Lebensqualität zu verlängern. Antonius Hilmers muss alle 3 Monate zu umfangreichen Untersuchungen in die Klinik. Aber verglichen mit früher kann er wieder ein fast normales Leben führen. Das VAD-System ist für mich einfach ein neues Leben. Ich bin ja so gut, wie es man sagen kann, schon bei Petrus gewesen. Ich habe angeklopft und bin durch das VAD-System wieder ins Leben zurückgekommen. 4.55 Uhr. Schafft es auch Herzpatient Klaus Matern im Kölner OP-Saal zurück ins Leben? Der wichtigste Moment der Nacht steht bevor, das Einpflanzen des neuen Herzens. Die Ärzte überprüfen das neue Herz auf Anomalien und sie schneiden die Venen zurecht, entfernen überflüssiges Gewebe. Dann ist alles bereit. Gut, wir haben jetzt hier das neue Herz. Man sieht von der Größe, dass es durchaus kleiner ist. Das Gelbe ist fett, das ist ganz normal. Unser Spendeherz ist doch deutlich kleiner von den Dimensionen, was auch die sogenannten großen Gefäße angeht, sodass wir einiges an Anpassungsarbeit werden leisten müssen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz werden jährlich insgesamt rund 400 Herzen transplantiert. Die Ärzte nähen jetzt die obere Hohlvene zu. Kleine Hindernisse meistern sie. Der Nadelhalter könnte eine Nummer kräftiger sein. Eine ruhige Hand ist hier wichtig. Chirurgische Feinarbeit. Das Herz wird jetzt entlüftet. Das heißt, es war während der Operation ja offen. Einmal nach oben. Und jetzt wird es mit Blut gefüllt, indem man aus der Herz-Lungen-Maschine Blut in das Herz anstaut und am höchsten Punkt an der Hauptschlager das Blut rauskommen lässt. Noch keine Bewegung auf dem Kontrollmonitor. Dann wird das Herz mit einem Elektroschock synchronisiert. Es fängt an zu pumpen. Regelmäßig. Ohne Aussetzer. Das ist vom ersten Anspringverhalten sehr zufriedenstellend. Das EKG ist noch ein bisschen verändert als Folge der 4 Stunden dauernden Durchblutungsstörung. Das Wichtigste ist geschafft. Nach 3 Stunden OP zieht sich der Chef zurück. Wir hatten ein Top-Spenderherz. Wir haben eine technisch glatt verlaufende Transplantation bis jetzt. Also ich denke, im Moment können wir sehr zufrieden sein. 6.39 Uhr. Ein wichtiger Etappensieg. Doch das OP-Team wird noch 2 Stunden beschäftigt sein. Ganz langsam fährt der Kardiotechniker die Herz-Lungen-Maschine herunter, bis das neue Herz alleiniger Motor ist. Die Ärzte gehen behutsam vor, um den Organismus nicht zu überfordern. Dann geht eine lange OP-Nacht zu Ende.
Es ist anstrengend, weil es spät ist und man sich doch von seinem Tag-Nacht-Rhythmus ein wenig entfernt, wenn man solche Eingriffe durchführt. Dadurch, dass es aber eine sehr individuelle Operation ist, ist also keine echte Routine, keine Langeweile ist, ist man doch sehr fokussiert und dadurch kann man diese Operation eigentlich auch zu Nachtzeiten gut durchstehen. Die Müdigkeit oder die Abspannphase kommt jetzt. Die Intensivstation am Montagmorgen. Thorsten Wahlers trommelt sein Team zusammen. Guten Morgen. Gemeinsam gehen die Ärzte die Werte aller Patienten durch. Großes Thema natürlich, der Herzpatient. 24 Stunden nach der OP. Jetzt bin ich auf Zug mit 2. Verlauf auf der Intensivstation war vollständig unauffällig. Wir konnten den Patienten circa nach 12 Stunden extubieren. Die Ärzte sind zufrieden. Die ersten Stunden hat der Patient gut überstanden. Keine Auffälligkeiten beim Blutbild. Die Medikamentendosis wird besprochen. Dann ist es Zeit für die Visite. Im Patientenzimmer. Klaus Matern ist noch benommen, aber ansprechbar. Noch ein Schluck? Doch, es kommt was. Ja. Die Werte sind in Ordnung. Er bekommt starke Medikamente gegen den Wundschmerz. Die größte Gefahr ist derzeit eine Abstoßung des neuen Herzens. Mit modernen Immunsuppressiva wollen die Ärzte das verhindern. Guten Morgen, Herr Matern. Hallo, Herr Matern, ja? Erste Begegnung nach der OP. Alles in Ordnung, ja? Hat wunderbar geklappt, muss man sagen. Ganz toll. Viele Instrumente überwachen den Gesundheitszustand des Patienten. Die Ärzte treiben mit Medikamenten Kreislauf und Herzfrequenz künstlich an, damit das neue Herz in Schwung kommt. Den heutigen Tag wird er noch, wie wir sagen, ein wenig neben der Spur sein, sich noch von den Strapazen der Operation erholen müssen. Ab morgen, denke ich, wird er auch so weit mobilisierbar sein, dass wir ihn aus dem Bett heraus in den Stuhl setzen können. Vielleicht kann er schon ein paar Schritte gehen. Die Intensivstation 3 Tage später. Klaus Matern hat schon erstaunliche Fortschritte gemacht. Und auspusten und hochkommen. Auspusten, auspusten, auspusten. Das ist super. Erste Sitzversuche im Bett. Die Übungen sind anstrengend. Sie helfen mit, den Kreislauf zu stabilisieren. Von Tag zu Tag steigern die Helfer die Belastung. Das neue Herz schlägt regelmäßig. Hallo. Von Bettruhe keine Spur. Die Ärzte fordern den Patienten vom ersten Tag an. Morgen haben Sie 6 Stunden im Stuhl gesessen. Genau. Das hat Sie ein bisschen müde gemacht, sollte es auch. Ja? Deshalb wollten wir heute Nachmittag mal gucken, was noch an Reserve drin ist. 4 Tage nach der OP ist der Patient geschwächt, aber optimistisch. Ich bin schon besser auf wie gestern, aber noch relativ schachmatt. Eine Woche später. Klaus Matern muss zu einer Spezialuntersuchung, der Biopsie. Die Ärzte wollen klären, gibt es Anzeichen für eine Abstoßung des neuen Herzens? Das Blutbild hilft wenig, denn Entzündungswerte könnten auch andere Ursachen haben. Die Ärzte weiten die Halsschlagader des Patienten, um eine Hohlnadel einzuführen. Damit dringen sie bis ins Herz vor. Mit der Biopsiezange wollen sie dort Gewebeproben entnehmen. Diese Zange kann man hierdurch bedienen, auf und zu. Und diese Bewegung muss ich gleich auch unter Durchleuchtung sehen können, um zu wissen, wann bin ich im Herzmuskelgewebe, wann nicht. Die Chirurgen dürfen das Gewebe nicht verletzen. Millimeterweise geht es voran. Jetzt bin ich im rechten Vorhof. Jetzt muss ich über diese Klappe. So, jetzt bin ich in der Kammer drin, genau da, wo ich die Biopsie haben will. Mit der Hohlnadel knipsen die Ärzte eine winzige Gewebeprobe ab. 4 Proben sind nötig für ein verlässliches Ergebnis. Schauen wir mal, ob da was drin ist. Ja, da ist es. Die Untersuchung des Gewebes zeigt keine Zeichen für eine Abstoßung. Doch die Gefahr bleibt ein Leben lang bestehen. Ein wichtiges Feld für die Forscher. Das Fraunhofer Institut für Silikatforschung in Würzburg. In den Laborräumen arbeitet Florian Gröber-Becker an der Zukunft der Herzmedizin. Gemeinsam mit seinem Team versucht er, Organe im Labor zu züchten. Die Forscher stellen, steril hinter Glas, bereits menschliche Haut her. In einer rosafarbenen Nährlösung schwimmen und wachsen hunderte winzige Gewebeläppchen.
Bei dem Projekt geht es um weit mehr als nur um neue Haut. Das Ziel der Forscher? Sie wollen körpereigene Transplantate herstellen. Die hätten den Vorteil, dass sie nicht mehr abgestoßen würden. Denn sie werden ja aus den Zellen des jeweiligen Patienten gezüchtet. Irgendwann ist vielleicht auch das Herz aus der Petrischale möglich. Ich denke schon, dass komplexere Organe, genau wie das Herz, auch im Labor teilweise reproduziert werden können. Das Ganze wird vielleicht jetzt kein komplettes Herz sein, aber es gibt heutzutage schon Ansätze, wo im Prinzip Funktionalitäten des Herzens, wie zum Beispiel dieses Pumpen, in vitro nachgestellt werden können. In den Kellerräumen des Würzburger Instituts ebnen die Wissenschaftler den Weg in diese neue Ära. Hier stellt ein Roboter Hautgewebe her, wie in einer Hautfabrik. Die präzisen Ergebnisse sind wichtig, um den strengen Regeln des Arzneimittelgesetzes zu genügen. Das Tissue Engineering, die Gewebezüchtung, funktioniert. Doch noch ist der Weg weit bis zum kompletten Herzen. Das ist eine sehr große Herausforderung, weil wenn man sich das Herz anschaut, da habe ich ganz unterschiedliche Teile. Ich habe ganz zarte Herzklappen, die sind ganz fein. Ich habe einen ganz kräftigen Herzmuskel. Ich habe in der Mitte eine hoch aufgespannte Herzscheidewand. All das sind Komponenten, die ganz unterschiedliche Ansprüche in der Herstellung haben. Die Forscher wollen deshalb nicht das gesamte Herz, sondern nur Einzelteile, wie etwa die Herzklappen, herstellen. Diese gezüchteten Gewebeteile soll der Chirurg dann dem Patienten statt der defekten Teile einsetzen. Noch lange wird das Herz aus dem Labor Zukunftsmusik bleiben. Möglicherweise gibt es bessere Lösungen. Gut Mariensee bei Hannover. Was aussieht wie ein herkömmlicher Bauernhof, ist das Institut für Nutztiergenetik. Es gehört zum Friedrich-Löffler-Institut. Heiner Niemann und sein Team züchten hier Nutztiere, deren Zellen und Organe eines Tages in den Menschen eingepflanzt werden sollen. Xenotransplantation heißt das Verfahren. Damit der menschliche Körper solch ein Tierorgan überhaupt annimmt, setzen die Forscher auf gentechnisch veränderte Schweine. Die Züchtungen in Mariensee sind schon weit fortgeschritten. Die Schweine tragen bereits manipulierte Eizellen in ihren Körpern, um risikoarme Organe gewinnen zu können. Das sind Eber, männliche Schweine, die bereits neue genetische Merkmale tragen, die für die Xenotransplantation wichtig sind, sondern können also mit denen ganz konventionell züchten, um auf diese Weise dann Nachkommen zu erzeugen, die dann für bestimmte weitere führende Experimente verwendet werden können. Diese Experimente sollen die Übertragung von insulinproduzierenden Inselzellen, dann Herzklappen und irgendwann auch einmal von ganzen Schweineherzen auf den Menschen ermöglichen. Ja, wir haben hier ein Schweineherz. Hier oben sehen wir die ausgehenden großen Gefäße. Die Anatomie des Schweineherzens und auch dessen Funktion ist weitgehend ähnlich mit dem Menschen. Und deshalb werden Schweineorgane auch als besonders geeignet für den Einsatz in der Humanmedizin angesehen. Unter den Xenoforschern herrscht derzeit Aufbruchsstimmung. Uns zu Hilfe gekommen ist einmal die vertiefte Kenntnis des Schweinegenoms. Das Genom liegt jetzt komplett sequenziert vor. Und dass wir diese neuen Handwerkszeuge haben, wie dieses Genom-Editing. Und das sind ganz wesentliche Elemente, die das Ganze wieder neu beflügelt haben. Mit neuen Genscheren konnten US-Forscher bereits gefährliche Gensequenzen von Viren im Schweineerbgut unschädlich machen. Erreger, die sich ansonsten im menschlichen Organismus zu einem Supervirus entwickeln könnten. Ein entscheidender Durchbruch in der Wissenschaft. Denn diese Genscheren arbeiten so schnell und präzise wie nie zuvor. So setzt man in Gut Mariensee bereits genmanipulierte Zellen in Schweineembryonen ein. Ob eine Transplantation von Schweineherzen in den Menschen funktionieren wird, ist noch nicht klar. Ganz abgesehen von moralischen und ethischen Bedenken. Klinische Studien am Menschen sollen aber in wenigen Jahren starten. Wir sind jetzt im Jahre 50 nach der ersten Herztransplantation. Ich glaube, das ist ein wunderbares Beispiel, wie man sieht, wie sich das entwickelt hat. Und heute ist es Teil der Hochleistungsmedizin. Und insofern glaube ich, dass der Mensch auch solchen Neuerungen gegenüber offen ist und dass das insgesamt positiv ist. Werden also Schweine bald zum Ersatzteillager für menschliche Organe? Gebraucht werden sie dringender denn je. Kapstadt, Südafrika.
Schauplatz der ersten Herztransplantation. Der Herzchirurg Bruno Reichert ist zurück. Er hat hier 6 Jahre gearbeitet, war Nachfolger von Christian Barnard. Seine Verdienste sind groß. Er hat als erster deutscher Arzt eine Herz-Lungen-Transplantation gemeistert. Bruno Reichert sucht nun den künftigen Kurs für die Herzchirurgie. Im Barnard Heart Building trifft er seinen Nachfolger Peter Ziller. Zeit für eine Zwischenbilanz. Wir stehen heute an einem guten Platz, wenn man sich überlegt, dass wir bis zu 70% 10-Jahres-Überleben bei Herztransplantierten haben, ist das ein fantastisches Ergebnis für Patienten, die sonst nach wenigen Monaten tot gewesen wären. Auf der anderen Seite haben wir eine etwas beunruhigende Situation bezüglich der Spender. Die Lage ist dramatisch. 2011 gab es noch 366 Herztransplantationen in Deutschland. Mittlerweile sind es weniger als 300. Mit fatalen Folgen. Jeder vierte Patient stirbt, während er noch auf der Warteliste steht. Im internationalen Vergleich ist Deutschland schwach. In Deutschland haben wir im Moment eine Spenderate von 10 Spendern pro Million Einwohnern. Das ist extrem wenig. Afrika braucht eigene Lösungen. Denn Millionen junger Afrikaner leiden aufgrund der Armut unter rheumatischem Fieber. In der Folge werden die Herzklappen zerstört. Die Ärzte in Peter Zillers Team üben an Ziegen das Einsetzen der Ersatzklappen. Sie wollen die Implantate künftig durch die Leiste einführen. Es betrifft geschätzte 15 Millionen Patienten. Das sind halb so viele, wie an der ganzen Welt an HIV erkrankt sind. Keiner spricht drüber. Europa lebt im Überfluss, braucht einen anderen Weg. Herzkrankheiten sind durch den Lebensstil, durch ungesundes Essen, Rauchen oder mangelnde Bewegung häufig selbst verursacht. 50 Jahre nach der ersten Herztransplantation gibt es für die Ärzte noch viel zu tun. Man muss, so wie Barnard damals auch, innovativ sein. Es muss was Neues, es muss einem was Neues einfallen, ne? Das ist vielleicht, man soll nicht kritisch sein, das ist vielleicht eher ein Zuruf an meine Nachfolger, meine, die jetzt arbeiten. Ne? Es reicht nicht, wenn man Kunstherzen reinbaut. Ja? Ich glaube, es muss irgendwie, der Knoten muss platzen. Klaus Matern kann erst einmal durchatmen. Nach mehr als 11 Monaten darf er die Klinik verlassen. Jetzt beginnt für ihn eine neue Zeit mit einem fremden Herzen in seiner Brust. Ich habe das Herz begrüßt, habe gesagt, so, jetzt arbeiten wir zusammen hier. Ich für dich, du für mich und wir machen das. Klaus Matern freut sich auf zu Hause und die kleinen Dinge. Die Ärzte der Uniklinik Köln werden weiter seinen Weg begleiten. Mit Untersuchungen, Gesprächen und den richtigen Medikamenten. Er gehört jetzt zu der Gemeinschaft unserer Herztransplantierten. Wir werden ihn lebenslang betreuen, fast so wie in einer Familie. Klaus Matern startet jetzt in ein neues Leben, seine zweite Chance. In seinem Körper schlägt das Herz eines anderen Menschen. Ich will das gar nicht wissen, wer das ist, warum er gestorben ist, wie alt. Ich will das, das interessiert mich alles nicht. Das ist jetzt bei mir im Körper, ich glaube, fantastisch. Und er hat's, oder sie hat sicherlich gewollt, sonst hätte es nicht gemacht. Hat mir geholfen. Danke.